Hallo und willkommen zurück bei Planet Grafter. Die letzten beiden Folgen musste ich natürlich teilen, weil der Part ziemlich lang geworden ist, habe ich den einfach einmal halbiert, damit auch alles schön dabei ist. So, und zwar, wir sind jetzt mittlerweile so weit angekommen, dass Zeolit hier einfach so gesehen wächst, und zwar überall an solchen Wurzeln. Damals war das eine endliche Ressource, mittlerweile ist es aber auch eine unendliche Ressource, wenn man den Extraktor hat. Die natürlich immer wieder einsammeln. So, im letzten Part habe ich natürlich die Folge beendet und dann kam auch so ein Sturm wieder runter. Und dann konnte ich noch etwas Superlegierung einsammeln. Und jetzt in dieser Folge, da wir ja natürlich wieder Superlegierung haben, wir haben jetzt eigentlich noch Zeit, uns auf dem Schiff hinten umzuschauen. Wir lassen jetzt erstmal hier alles hinter uns und gehen Richtung Schiff. Ah, hier ist auch nochmal Zeolit. Perfekt. So. Denn wir mussten die Suche ja leider Gottes abbrechen. Weil wir so viel gefunden haben. So, hier ist jetzt natürlich auch nochmal Zeolit. Perfekt. Wie gesagt, nehmt jede Wurzel mit Zeolit mit. Das hilft euch auf jeden Fall erstmal, um über die Runden zu kommen am Anfang. Deshalb immer schön einpacken das Zeolit. Denn um den Extraktor für Zeolit zu bauen, dafür hat man schon einen ziemlich weiten Weg vor einem. Also man muss da wirklich ziemlich weit weg dafür. Jetzt fängt es sogar an zu regnen, das ist sehr schön. Saatstreurakete haben wir jetzt auch. Damit können wir die Biomasse hochtreiben. Was natürlich richtig dufte ist. Hier findet man auch nochmal ein paar Zeolit. Die nehmen wir natürlich wieder mit. So. Und dann schauen wir uns mal hier um. Sieht nicht so aus, als wenn hier irgendeine Pflanze gewachsen wäre. Alles klar. So, dann gehen wir hier hoch. Wenn ihr ein Jetpack habt, kommt man einfach so hier hoch. Oh, lol. Okay, hier ist die goldene Kiste, Leute. Das war jetzt nicht beabsichtigt, dass wir hier die goldene Kiste finden. Das war jetzt eher Zufall. Aber man muss ja auch mal Glück haben. So, jetzt können wir uns auf dem Schiff weiter umschauen. Hier haben wir nochmal Superlegierung, die nehmen wir mit. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Schiff ist, wäre ich schlauer. Superlegierung, Zeolit und das nehmen wir auch mit. Wir können uns schon fast gar nicht mehr auf dem Schiff umgucken. Unser Inventar ist so schon voll genug. Schade, schade. Was ist das denn da oben? Da blinkt irgendwas oder bin ich blöd? Ah, das ist einfach nur Gras. Alles klar. So. Wir haben hier nämlich auch noch Zeug, was wir eigentlich mitnehmen müssten. Bevor wir uns auf dem Schiff weiter umschauen, müssen wir uns das leider erstmal im Hinterkopf behalten, dass wir hier noch eine Fregatte haben, wo wir uns umschauen müssen. Ist leider so. Da hinten ist auch Zeolit, das sehe ich von hier aus. Aber die Materialien, die wir jetzt gefunden haben, waren erstmal wichtiger. Es gibt natürlich noch so eine schöne Zeolithöhle. Da kann man später Zeolit abbauen, ist aber ein etwas weiterer Weg bis dahin. Also das liegt nicht direkt irgendwie vor unserer Nase, sondern das hat schon einen kleinen Weg vor sich. Leider. So, und zwar müssen wir jetzt hier in die Richtung, dann geht man das Zeug ab. Wir haben jetzt wieder schön Superlegierung gefunden, auf jeden Fall. Und können somit einiges wieder herstellen eigentlich. So, hier die Ranke ist immer noch nicht da. Schade. Aber immerhin, die Pflanzen sind schon mal da. Die wachsen hier wie Sau. Wir werden jetzt, glaube ich, als erstes mal so eine Saatstreurakete hochjagen. Kann man gut gebrauchen, um die Biomasse hochzutreiben. Denn Biomasse haben wir im Moment gar nicht so viel.
So, wir haben massig Zeolit gefunden. Sehr schön. Dann haben wir auch noch sehr gut Superlegierung gefunden. Uran haben wir natürlich auch. Und auch ein paar Iridiumstäbe. So, das Kunststoff können wir jetzt natürlich auch wieder wegpacken. Zack, zack. Und das Triebwerk. Dann haben wir einmal Aluminium aus der goldenen Kiste. Oh, ich habe sogar noch einen Uranstab. Den habe ich ja noch gar nicht weggepackt. Den haben wir ja glatt übersehen. So. Perfekt. Jetzt, ach. Nee, stimmt, das war's. Jetzt muss ich nach oben. Da haben wir noch ein paar Sachen, die wir verstauen müssen. Zack, zack, der Schrank ist wieder voll. Wunderbar. Dann trinken wir einen Schluck und gehen mal was essen. So. Gut, was brauchen wir denn für diese Rakete überhaupt? Da müssen wir mal im Allgemeinen mal nachschauen. So, es regnet schon wieder. Sehr schön. Wasser ist immer ein gutes Zeichen. Dann dauert es auch nicht mehr lange, bis man dann Leben hat. So, GPS-Satellit, schön und gut. Karteninformationssatellit haben wir auch noch nicht hochgeschossen. Also die beiden müssen wir noch, die drei müssen wir noch hochschießen. Dann haben wir hier Saat. Dafür brauchen wir aber Mutagen und Baumrinde. Das ist so eine Sache. Mutagen. Ich glaube, Mutagen können wir noch gar nicht herstellen. Wenn mich nicht alles täuscht. Mir fällt aber gerade mal ein, wir kümmern uns hier gerade die ganze Zeit um unseren Ausbau, aber haben hier die Baumrinde nie abgeholt. Sollten wir eventuell mal tun, öfters. So. Jetzt haben wir den DNA-Multiplikator-Manipulator sogar. Oh Mann, geht auch echt schnell. Mutagen, was brauchen wir denn dafür? Ha, Methan. Hohohoho. Gut. Gasextraktor. Hier. Dafür braucht man nämlich das Zeolit. Zeolit, Superlegierung und Iridiumstäbe. Wäre schön, wenn wir davon zwei haben. Oder drei. Je nachdem, wie reicht denn unsere Energie? Nur noch 3 Kilowatt. Ist schlecht. Das heißt, ich brauche wieder einen Kernfusionsreaktor. Mist. Denn wir brauchen Energie. Definitiv Energie. Aber ich glaube, wir haben gar nicht mehr genug Uranstäbe. Doch. Was für ein Glück. Muss man auch mal haben. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Und Schwarzpulver. Haben wir zum Glück alles gefunden. Wir können somit noch einen Kernreaktor bauen. Damit haben wir jetzt wieder genug Energie. So. Baue ich jetzt hier hin. So, jetzt haben wir eigentlich wieder genug Energie. Hoffe ich. Perfekt, was kostet denn einer? Nur 58 Energie, also könnten wir 3 Stück bauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und brauchen wir natürlich diese Iridiumstäbe. 1, 2, 3. So, und somit können wir dann auch Mutagene herstellen. So, die Gasextraktoren, wo bauen wir die denn mal hin? In meiner letzten Basis hatte ich die vor meiner Basis einfach hingestellt, aber ich glaube, die können wir jetzt mal anders hinstellen. Der Ort hier eignet sich eigentlich relativ gut. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, der macht jetzt natürlich Methan.
Und somit kann man auch Mutagen herstellen. Mit dem Mutagen kann man jetzt natürlich auch dann die Rakete hochschießen. Für die Biomasse war das, glaube ich. Nee, Sauerstoffmultiplikator geht davon hoch. Pflanzenvermehrer. Das hier war, glaube ich, die Biomasse. Das war der Sauerstoff. Alles klar. Okay. Eigentlich nicht mal so verkehrt. Wie sieht denn unser Sauerstoff überhaupt aus? Können wir den noch etwas hochpushen? Das ist die Frage. Ist bei 12.000. Also könnte man ja eigentlich mal so eine Sauerstoffrakete nochmal in die Luft schießen. Die beiden hier, die schießen ja sowieso abnormal in die Höhe. Nehmen wir zwei Raketen. Zwei Raketen für die Pflanzen. Baumrinde und Lörmersamen. Baumrinde und Lörmersamen. Alles klar. Dann das hier. Und das. Dann war das, glaube ich, auch Dünger. Müssen wir schon wieder neuen Dünger herstellen. Ich fasse es nicht. So, jetzt holen wir uns noch die Mist hoch. Brauchen wir die Baumrinde. Ich nehme das jetzt nicht aus dem Vorratsschrank, sondern eher aus das, was wieder neu produziert wurde. So, perfekt. Jetzt braucht man noch Lörmersamen. 1, 2. Und können somit, glaube ich, die Biomasse etwas höher schießen. Wäre natürlich sehr praktisch. Und als nächstes dann den Sauerstoff. So, dann mal hoch mit dir, mein Freund. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Okay, jetzt können wir schon die nächste bauen. Und zack, die ist fertig. Mal schauen, ob die hier schon irgendwie was hergestellt haben. Auf jeden Fall sollte ich davon mal ein Bildchen machen. Dass wir die Sachen jetzt auch schon haben. Superlegierungsstab sogar schon. Wow. So, habt ihr schon Methan? Jawohl, perfekt. Hier kommen auch Sauerstoffflaschen raus. So ist es nicht. Es kommt nicht nur Methan, sondern auch Sauerstoff. So, was ging denn jetzt eigentlich hoch? War das die Biomasse? Ich glaube schon, ne? Ja, Biomasse. Kräuter. Danach kommen schon Bäume. Wow. Das geht aber schnell. So, was braucht man denn für das Mutagen? Ich glaube Bakterien, ne? Ja, Bakterien. Dafür brauchen wir Algen und Wasser. So. Und Wasser. Brauchen wir auch schon wieder Neues. Ein Schrank ist schon wieder leer gegangen. Und jetzt brauche ich noch Schwefel. Und dann haben wir es doch schon. Perfekt. Ich glaube, für Bakterien brauchte ich aber auch für den Sauerstoff. Hä? Ich brauche keinen Schwefel. Ah. Schon total ein Blackout. Perfekt. So, das Methan packe ich jetzt erstmal hier rein, den Rest. Dann brauchte ich wieder Baumrinde, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist keine neue da, muss ich die hier rausholen. So. Und natürlich braucht man die zwei Triebwerke dafür.
muss alles grün werden, Freunde. Alles muss grün werden. Superlegierung fehlt jetzt noch. Alles klar. Gut. Soll kommen. Die letzten beiden Superlegierungen gehen dafür drauf. Na super. Jetzt brauchen wir wieder Superlegierung für die Extraktoren. Aber die dauern ja noch einen Moment. So. Davon machen wir noch ein Big Picture. Weil das die erste Rakete davon ist, die wir davon in die Luft jagen. So. Hui. Blub. Perfekt. Auf jeden Fall. Zack. Das ist unsere erste Saatstreurakete. Und tschüss. Flieg und bestäube den Planeten. Flieg. So, die zweite direkt hinterher. Und dann. Jetzt haben wir erstmal ein paar Raketen in die Luft geschossen wieder. Jetzt kommen wieder so grüne Flocken runter, stimmt's? Ja. Jetzt wird's wieder grün. Aber dafür steigt der Sauerstoff jetzt schneller an. Jetzt sind wir bei 255.000 Sauerstoff. Das ist schon allerhand. Das ist echt allerhand. So muss das sein, auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns jetzt einmal wieder um. Wir müssen wieder abernten. Die Erntezeit hat begonnen. Holt eure Ernte ein. Perfekt. Also ich freue mich gerade riesig, dass wir jetzt gerade wieder so große Sprünge nach vorne machen. In den letzten Folgen war alles etwas schleppend, weil uns ein paar Materialien gefehlt haben. Das war natürlich etwas langwierig. Jetzt haben wir die Materialien aber gefunden. Und somit haben wir es tatsächlich geschafft, ziemlich gut voranzukommen. Der Terraforming-Index, der ist sehr, sehr schnell. So, gut. Ich habe noch ein paar Dünger hergestellt. Für den Notfall immer. Wir brauchen jetzt noch einen Schrank für Methan hier oben. Sollten wir direkt mal produzieren. So, 1, 2, 3. Und dann schauen wir uns mal hier in der Umgebung nach unseren Extraktoren um. Die müssen natürlich auch immer wieder geleert werden. So, dann. Machen wir mal hier. Ich weiß, wir haben da hinten noch eine. Eine ganze Abteilung frei. Aber den braucht man, den Platz. Es kommen noch ein paar Sachen, die dazu hinzugefügt sind. Deswegen brauchen wir den Platz dahin auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns mal um, wie es aussieht mit unseren Algen, das schon einigermaßen gut produziert worden ist. Wie ihr seht, die Fläche ist wesentlich größer und man bekommt allerhand an Algen. Boah, Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn. Sehr schön. Wir werden uns keine Sorgen mehr machen müssen um unsere Algen. Davon haben wir genug. Ich glaube, mein Inventar sollte jetzt sogar voll sein. Jawohl. Ich habe es nicht mal geschafft. Ich habe gerade mal geschafft, die Hälfte abzuernten. Und schon ist alles futsch. Das geben wir mal ab. Und dann schauen wir, wie viel Platz noch im Schrank ist. Ansonsten werde ich noch einen zweiten Schrank mit Algen machen müssen. Alles klar. So sei es. Okay, wie viel habe ich jetzt mit?
2, 4, 6, perfekt, gut. Dann werde ich den Platz jetzt da hinten doch verwenden. Definitiv. Ansonsten wird der Platz nämlich nicht mehr reichen da hinten. Algen. Und nochmal Algen. Algen. So, da packen wir die Algen jetzt rein. So. In dem Schrank ist tatsächlich immer noch mehr Platz als das, was ich am Platz habe. Gut, dann kann der Schrank jetzt weg. Den Dünger. So. Einmal. Zweimal. Dünger. Und Schwarzpulver. So, jetzt kommt hier der Dünger rein. Hier packen wir das Schwarzpulver rein. Dann nehmen wir jetzt noch das Schwefel mit. Hä? Ich will das abreißen. Zerlegeschrank. Perfekt. So, dann brauchen wir natürlich auch Schwefel. Ich glaube, da werde ich das hier wohl etwas getrennt hinpacken lassen. Oh, der ist schief. Das geht aber gar nicht. Das soll nicht schief sein, das muss gerade sein. So. Einmal. Zweimal. Für Schwefel. Zwei Plätze Schwefel. Perfekt. Unsere Extraktoren werden wir leer räumen. Und dann kommt das Methan dann doch darüber. Ihr habt mich überzeugt. Wir werden das dann doch so machen. Jetzt brauche ich aber halt noch einmal Platz. Also noch einmal Eisen, denn da muss ja schon noch ein zweiter Schrank hin. Wenn wir davon jeden zwei Schränke haben, ist das schon mal richtig Bombe. Was ist denn eigentlich mit dem hier? Den können wir jetzt eigentlich nicht machen. Können wir doch wegräumen. Denn wir haben wieder sehr viel Eisen verbraucht. So, und jetzt noch einmal Methan. Gut. Dann können wir nochmal die restlichen Algen holen. Auf jeden Fall. Hier wachsen schon wieder neue Algen. Ey, das ist doch... Heide Witzka. Wächst ja wie Unkraut. Oh mein Gott. Jetzt ist der zweite Schrank gleich voll. Ich brauche gar nicht mehr weiter abernten. Ich glaube, wir haben es doch ein wenig übertrieben, was die Algen angehen. Vielleicht etwas übertrieben. Aber ist ja nicht so schlimm. Das, was hier bleibt, bleibt halt hier. Das bleibt, geht ja nicht weg. Hauptsache, wir können unseren Vorrat aufstocken. Die Algen bringen wir jetzt noch weg und das Methan. Und dann haben wir eigentlich alles erreicht in der Folge, was ich erreichen wollte. So, perfekt. Zwei Schränke voll mit Algen. Perfekt. Jetzt schauen wir uns nochmal unseren Methan an. Das sieht dufte aus. Sehr dufte. Hier haben wir sogar Sauerstoffflaschen dabei. Sehr schön. Einiges an Methan auch wieder bekommen. Und die Sauerstoffflaschen brauche ich wieder einen separaten Schrank für. So. Die Sauerstoffflaschen sind schon mal nicht verkehrt, wenn man auf Reisen geht. Haben wir immer wieder eine Sauerstoffflasche parat. Aber die werde ich jetzt wohl hier hinsetzen. Die werde ich jetzt hier reinsetzen. Den Sauerstoff. So.
Sauerstoff. Perfekt. Hey, die eine brauchen wir aber. Die kann ich einfach weg. So, dann brauchen wir auch wieder Wasser und die Tier 2 Nahrungszüchter. Ich glaube, die sind eigentlich nicht so dringend. Man geht bloß ein paar Sekunden schneller, wie die Sachen da wachsen, aber ansonsten ist das eigentlich kaum der Rede wert. Und dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall alles erreicht. Wir haben hier in der Umgebung auf jeden Fall alles abgeerntet. Wir haben ein paar wunderbare Raketen in die Luft geschossen, dass unser Terraforming-Index auf jeden Fall total crazy spielt. In der nächsten Folge machen wir unsere Extraktoren definitiv wieder leer. Und dann können wir langsam wieder zu dem Schiff gehen. So. Schauen wir mal, wie weit ist es mit dem Extraktor. Ja, haben wir bald geschafft. Ich verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim Extraktorjagd und Vorrat aufstocken. Dann wird der Extraktor Tier 2 mittlerweile zur Verfügung stehen. Den können wir dann eigentlich bauen, bevor wir dann zu dem Schiff dann doch gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch lieben gerne ein kostenloses Abo da. Ihr unterstützt mich damit richtig, richtig heftig und euch kostet es natürlich nichts. Gebt dem Video ein Däumchen nach oben da, um den Algorithmus etwas zu pushen. Und aktiviert die Glocke, um immer wieder die neuesten Videos von mir nicht zu verpassen. Euer Ben Kalypse. Tschüss.